Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Jochen, wo fahren wir heute hin? Texas, New Orleans, Nashville, Chicago, Mittlerer Westen, Bible Belt, mitten durch die USA. Alter, du machst mich verrückt. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Der zweite Teil unserer großen Reise durch die USA, unser Roadtrip von LA nach New York. Wenn ihr davon vorher noch nie was gehört habt, dann empfehlen wir euch, beginnt mit unserem ersten Teil der Trilogie. Das ergibt Sinn, weil da haben wir schon ganz viel America-Feeling für euch vorbereitet. Jetzt in diesem zweiten Teil sind wir weg von der Westküste. Wir gehen in die Mitte rein. Jochen hat schon Name-Dropping gemacht. Ganz tolle Orte. Wir sind unterwegs von Texas quer einmal durch, von Süden nach Norden Richtung Chicago. Jochen Schliemann ist der Mann am Steuer. Grüß dich offiziell nochmal. Jochen, hallo. Guten Tag. Jeder Mensch, der mit mir mal gefahren ist, weiß, es wird jetzt interessant. Besonders in den USA, gerade bei deinen Caprio-Träumen, die du ja immer mit mir hast. Ich habe Bock. Es ist tatsächlich die Folge, die in meinem Herzen fast im tiefsten verankert ist von den dreien, weil einfach Texas und die Südstaaten so charakterstark sind und so toll und so spannend. Also mehr spannend als die USA sind in der Mitte und im Süden kann es eigentlich kaum werden. Und das alles noch in einem Cabrio, das wir uns in L.A. besorgt haben, irgendwo bei so einem Dealer. Das Cabrio fährt mit Brennstoffzelle. Stellt euch vor, wir haben coole Sonnenbrillen an, coole Friesen, tolle Klamotten. Jemand hat uns eingekleidet und wir fahren durch die USA mit diesem Cabrio. Jochen am Steuer, im Notfall greife ich ihm einfach ins Lenkrad. Gute Idee, immer. Immer stark. Also wenn man super. Jochen mal irgendwie auf einem Fahrrad oder im Auto gesehen hat, dann weiß man, es ist immer gut, wenn jemand dabei ist. Ich freue mich sehr heute und ich freue mich auch, dass wir nicht ganz allein sind, denn ein guter Kollege von uns, unser Freund Erik Lorenz vom Podcast Weltwach, der wird heute auch dabei sein. Er wird heute mal kurz auftauchen mit einem sehr, sehr speziellen Tipp, weil der Erik, der lebt nicht nur in Deutschland, er lebt auch in den USA. Und wenn sich jemand auskennt in den USA und vor allem da, wo er gerade lebt, das will ich jetzt noch nicht spoilern und nicht verraten, dann natürlich eher, wir bekommen einen super, super Tipp noch aus den USA, so ganz nah am Leben dran, von Erik Lorenz von Weltwach. Und du warst auch zuletzt bei ihm im Podcast, ne? Ja, war ich. Ja. Ich war bei Erik auch tatsächlich in einer Folge zu Gast, in der es auch um die USA ging. Zusammen mit Dirk Rohrbach, das ist ein Autor und absoluter USA-Experte, wie ich da lernen durfte. Der lebt auch gerade in den USA. Und Dirk Rohrbach hat mit Erik zwei Folgen produziert für Weltwach. Einmal geht es um sein Buch, was er geschrieben hat. Und zum anderen, in der zweiten Folge, ist dann diese Diskussion oder die Unterhaltung mit uns dreien über unter dem Titel Licht und Schatten in Amerika. Also will sagen, ne, all das, das zerrissene Land, das Positive und das Negative, was wir kennen. Und das war super. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich rede sehr viel über Musik da, witzigerweise. Das Gespräch hat sich so ein bisschen Richtung Musik entwickelt. Ihr merkt ja auch, in diesen drei Folgen geben wir auch immer mal wieder Musiktipps. Man kann sehr viel gute Musik hören, man kann auch sehr viel schlechte Musik hören in den USA. Michi ist für die schlechte. Nein. Also wir kümmern uns natürlich nur um die gute. Und die gibt's da auch. Also hört mal rein, Licht und Schatten in Amerika von Weltwach mit Erik Lorenz. Da bin ich zu Gast zusammen mit Dirk Rohrbach. Gute Folge geworden. Apropos zu Gast, wir haben noch mehr Freunde, es ist erstaunlich. Ihr da draußen hört uns zu, ihr seid unsere Freunde und Freundinnen und Erik Lorenz erträgt uns in seinem Podcast Weltwach und wir sind auch wieder in der neuen Geo drin, in der neuen Geo-Saison mit unserer Kolumne, mit unserem Stimmwechsel. Immer auf der letzten Seite. Und das ist immer ganz spannend. Da sind auch noch mal ein paar Reiseanekdoten von uns dabei. Vorher im Heft wird es bei der Geo-Saison natürlich auch immer ziemlich aufregend. Die haben halt auch so das, was wir im Podcast nicht liefern können, Bilder. Ne? Es ist ein schönes Printmagazin, ein schönes Blatt. Die haben tolle Fotografen und Fotografinnen. Es macht einfach Spaß, diese Hefte und Magazine durchzulesen. Deshalb sind wir froh, dass wir da auch mit drin sind. Ohne Bild, mit einer Zeichnung. Da sehen wir total jung und fresh aus. Und ich freue mich sehr auf dieses aktuelle Heft. Denn, Jochen, es ist ein Spezial drin im Heft. Und zwar geht es um
Bhutan, ein unserer Sehnsuchtsorte in Asien. Bhutan ist ja wirklich ein komplett abgefahrenes Land, was auch mit eines der klimafreundlichsten Länder dieser Erde ist, weil die sich da sehr, sehr drum kümmern. Die sorgen sich sehr um das Wohl der Menschen da. Es ist gesellschaftlich ein komplett anderer Ansatz, landschaftlich fantastisch. Deshalb in der aktuellen Geosaison das Spezial Bhutan. Das hat mir besonders gut gefallen. Und es gibt ganz viel Hoffnung für das nächste Jahr. Es sind ganz neue Hoteltipps drin und Herbergstipps, wo man sich schon mal so ein bisschen wegträumen kann, wenn das alles wieder geht. Also wir freuen uns auf die neue Geosaison. Jochen, jetzt yes. aber... Jetzt muss der Motor laufen. Jetzt muss ja. die Brennstoffzelle aber mal richtig Gas geben. Ich sitze schon im Wagen, Meister. Du stehst noch vorm Spiegel im Motelzimmer und ich sitze da schon. Der Motor ist gleich ja. an. Geht ab. Ich muss ja die Kaue-Stiefel noch irgendwie noch einölen, ne? Dass sie ja. schön glänzen. Ne? Ja. Stell dir vor, ich komme gerade aus diesem Motelzimmer. Ich werfe die Tür zu und fange an zu rennen und weil wir haben natürlich nicht bezahlt und springe quasi mit diesen eingeölten Cowboy-Stiefeln, hebe ich ab, springe auf den Beifahrersitz. In dem Moment, wo ich aufkomme, trittst du das Gas durch. Hast natürlich vergessen, erstmal einen Gang einzulegen. Ist eine Automatik-Gangschaltung. Du drückst auf D und mit so einem Reifenquietschen verlassen wir diesen Parkplatz dieses räudigen Motels, wo wir auch noch Zechbreller waren, weil wir die $25 die Nacht nicht zahlen konnten, weil das alles für diese Brennstoffzellenkarre draufgegangen ist. Und fahren jetzt, wir haben Arizona, Nevada und Kalifornien hinter uns gelassen und fahren jetzt tatsächlich in einen Bundesstaat, in dem ich noch nie war und sehr, sehr gespannt bin, was du davon erzählst. Es geht erstmal Richtung Texas. Genau, ja. Die Staubwolke hinter uns, genau. Utah liegt auch hinter uns, das Monument Valley. Und wir haben jetzt, wir fahren praktisch durch New Mexico, den Staat, nach und durch Texas. Und ich sag mal ganz ehrlich, Michael, was wir in erster Linie machen, ist erstmal geradeaus fahren. Da ist erstmal gar nicht so viel, wa? Da ist in dem Sinne nicht. Ja, also es ist, also du fährst lange geradeaus, sagen wir mal so. Es gibt nicht mal viele Kurven. Also so wie die Landesgrenzen, die Bundesstaatengrenzen in den USA oft sehr gerade sind. Kann man sich auch mal überlegen, warum. Wahrscheinlich, weil man die einfach so ziehen konnte. Sind die Straßen manchmal auch sehr gerade, weil da einfach nicht viel ist. Man fährt straight durch dieses riesige Land. Texas ist doppelt so groß wie Deutschland. Texas hat aber auch 25 Millionen Einwohner. Also schon deutlich weniger als Deutschland. Aber Texas ist eigentlich ein eigener Staat. War auch mal unabhängig. Und ist extrem charakterstark. Ob man es mag oder nicht, das sei immer von vornherein gesagt. Das hat gute Seiten, schlechte Seiten. Jeder muss da seinen eigenen Weg durchfinden. Ich vergötter nicht, was die Leute da grüßt, also was manche der Leute da denken. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein charakterstarker Staat, mit dem man sich auseinandersetzen muss oder kann oder will. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und na klar, wir reden von Cowboys, wir reden von charakterstarkem Essen auch, wir reden von extrem charakterstarker Musik, von Leuten und der Sprache, die reden auch immer so breiter, also sehr, sehr breites Englisch, ne, der Southern Slang so. Und es gibt diesen einen Spruch, don't mess with Texas, heißt der. Das, okay. Traten so Leute mit so einem Shirt, mit der Silhouette des Bundesstaates Texas, mit der Texas-Flagge drin. Und Don't Mess with Texas steht eigentlich für sehr viel. Steht natürlich für Kompromisslosigkeit, auch für Haltungsstärke. Das kann man übrigens beides positiv und negativ interpretieren. Ja. Es steht für eine sehr große Eigenheit. Ne, manche sagen, es ist das Bayern Amerikas, also will sagen, so ein bisschen Richtung Unabhängigkeit, also am ehesten Richtung Unabhängigkeit schielend und sehr charakterstark und irgendwie so, ne, so, so ein bisschen eigen halt. Aber das Bemerkenswerteste ist an dem Ganzen, was ich jetzt sage, ist, wir fahren noch weiter geradeaus. Also wir fahren einfach stundenlang, tagelang geradeaus. Weil es so groß ist. Doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 20 Millionen Einwohner. Ja. Das heißt, da ist viel Platz. Und für mich ist natürlich Texas, also es hat einmal dieses, für mich jetzt ganz persönlich so ein bisschen dieses, auf der einen Seite dieses Negative, weil sehr konservativ und wir sind die Coolsten und die Geilsten. Mhm. Und auf der anderen Seite, obwohl ich noch nicht da war, weiß ich total viel über Texas, weil das natürlich auch so vielseitig ist und man so viel auch ohne, dass man da war, halt kennt und so unterschiedlich. Ne, du hast Houston, du hast die NASA, ja, ne? Ja. Du hast Dallas als auch so eine Megacity. Mhm. Dann hast du auf der anderen Seite aber auch Austin, Texas, was für mich für
wenn ich darüber lese und die Festivals, die Musikfestivals darüber lese, so ein Innovationszentrum dieser Welt ist, mit total offen, musikmäßig offen, aber partymäßig, festivalsmäßig offen, auf der anderen Seite aber halt dieses sehr, sehr konservatives Cowboy-Gehabe. Mhm. Also das ist für mich so mein Texas-Moment. Und immer, ich habe erstmal immer dieses konservative Bild, und dann lese ich über, keine Ahnung, aus Houston, dass es da halt dieses super Fine Arts Museum gibt, und bin wieder überrascht über die andere Seite dieses Landes. Ja. Das passiert ständig. Ja, und das Krasseste ist, wir fahren erstmal noch weiter geradeaus. Wir fahren stundenlang, tagelang geradeaus. Und wir gucken kurz mal, Michael, wir beide in unserem Cabrio, die da so lang fahren, aber diese gerade Straße rechts und links immer mal wieder so gefühlt alle paar Meilen, Meile ist mehr als ein Kilometer, ein Farm-Eingangstor. Weil natürlich gibt es da was, da gibt es große, große Farmen. Ne? Also so wirklich so diese Ranches so. Das heißt, du siehst nur ein Eingangstor und einen ganz, ganz langen Zaun immer am Straßen und irgendwann ein Eingangstor, ein großes, imposantes Eingangstor, und dann siehst du aber nichts dahinter, weil das Haus allein schon so weit weg liegt vom Eingang. Weil es einfach Platz ist, da was anderes. Ne? Sowas passierst, du passierst diese Farm-Eingangstor und fährst an langen Zäunen entlang oder manchmal auch absolut durch nichts. Siehst Regen lange kommen, siehst Wetter lange kommen, Wolken langsam kommen. Das gehört dazu, will ich damit sagen. Ich will nicht sagen, dass das nervt. Natürlich denkt man manchmal so, okay, jetzt gern mal Zeitkapsel, jetzt wäre ja schon gerne morgen Abend oder so. Aber eigentlich musst du das machen, weil dann verstehst du auch mal, wie groß dieses Land eigentlich ist, die gesamten USA und Texas an sich natürlich auch. Und was man auch mal machen kann, Michael, gerade du, wenn du mein Beifahrer bist, dreh doch mal dich um und schau auf die Rückbank. Die ist ziemlich sandig, ja. weil du fährst wie Sau, ja, und immer über den Randstreifen fährst. sandig auch, ja. Aber was passiert, wenn zwei Leute einen Roadtrip machen? Die Rückbank wird schnell mal zum Mülleimer, Michael. Ich wollte nur sagen, Roadtrip-Feeling heißt für mich, die Rückbank hat eine ganz eigene Dynamik in so einem Auto, wenn man zu zweit unterwegs ist. Man packt dann auch gerne mal eine Tasche da rein, gerade wenn man auf der Flucht ist vor Hotelrechnungen oder so. Oder es landet mal eine Cola-Flasche hinten oder eine Chipstüte oder sonst was. Ich rede vom Roadtrip-Feeling. So. Und das, Alter. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Es fühlt sich für mich gut an, so im Kopfkino. Ich glaube, wenn wir wirklich auf Roadtrip wären, hätten wir mit dem Müll gemeinsames Problem, aber das wird ja auch spannend. Genau, weil ich der saubere Typ bin und du nicht. Genau. Ja, die Leute haben schon verstanden. Ich denke auch. Nein, aber was hast du noch? Wir kommen gleich, wie gesagt, wir fahren ja immer noch. Du kannst ganz viel Musik hören. Wir haben über Radiostationen gesprochen in der ersten Folge. Du kannst auch ganze Platten hören. Was hört man in Texas? Du hörst vielleicht Garth Brooks, den alten Country-Helden. Der hat auch viel Mist. Die Best-of von Garth Brooks. Es gibt die Best-of von Garth Brooks. Und so schmierig, das ist ja fast Schlager. Ne? Das ist ja wirklich Country-Musik. Ja, natürlich ist es Schlager. Deshalb wundere ich mich, dass du das ansprichst. Garth Brooks, ja, ey. Es gibt es. Es gibt ja auch andere Sachen, die ich nicht gut finde. Aber die Garth Brooks Best-of ist wirklich, passt zu der Gegend. Wenn ich sie höre, höre ich sie da, würde ich mal so sagen. Okay. Du kannst Johnny Cash natürlich hören, ne? Die gute Seite des Country. Ja, das ist natürlich super. Und du schläfst auch, du fährst da jetzt, weiß nicht, wenn du jetzt wirklich straight durchziehst, so von Utah oder so, durch New Mexico und Texas durch, pennst du schon so zwei Nächte unterwegs, ne? Also du schläfst in Motels, im Nichts. Das sind so kleine kleine Orte um irgendwie Motels und Tankstellen rumgebaut. Das ist nicht sonderlich schön, aber das ist Amerika, dass du nicht mal genau weißt, wo du bist, dass du netto eine Stunde wach bist in dem Zimmer, was du halt beziehst. Du willst einfach nur pennen da, fährst am nächsten Tag gleich weiter. Du isst fürchterliches Frühstück von Plastikgeschirr, teilweise wirklich noch Plastikgeschirr, weil die nicht mal normales Geschirr haben. Das ist so. Du isst schreckliche Fruity Loops oder so mit warmer Milch. Du isst Pancakes aus so einer Pancake-Maschine mit so Plastikteig. Du nimmst den Kaffee mit ins Auto. Du hast wieder dieses Geräusch beim Einsteigen, dieses Bing, 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 wenn der Schlüssel schon steckt und die Tür noch nicht zu ist. Das hast du vor allen Dingen auf dem Teil des Trips, wo du wirklich Strecke machst, auch. Und das gehört dazu. Ne? Das gehört alles zu einem Roadtrip dazu. Und manchmal tankst du auch und da triffst du zum Beispiel Tankwarte, so wie ich das einmal gemacht habe. Ein ganz, ganz netter Mensch, ein alter, eigentlich ein gemalter Texaner, ein bisschen braun gegerbte Haut, so viel in der Sonne gearbeitet, viel draußen gearbeitet, so Latzhose, Jeans, Latzhose und so Muskelshirt, auch noch relativ gut gebaut für seinen Körper, weil er körperlich arbeitet. Öl, tatsächlich wirklich auch noch klassisch, so ein Ölschmierer so auf dem Arm und auch noch ein bisschen im Gesicht, und sprach mich halt an. Ne? Die sind ja Amerikaner, sind gerne auf Smalltalk, hey, how are you und so, also Service Nation, man fühlt sich, also ich habe immer das Gefühl,
es ist schön, da mal Smalltalk mit den Leuten zu machen. Das ist nicht tief. Ja, weil die halt ja auch offen dafür sind, weil das ja auch ein Teil der Kultur ist. So ein bisschen Smalltalks, dieses How are you today, ist ja für uns Deutsche immer so, wir denken immer, wir müssen dann die Lebensgeschichte erzählen. Das ist ja erstmal nur so nett gemeint. Aber die fragen schon, wo geht's hin, wo kommt man her? Ja. Und dann kommt man einfach auch ins Gespräch. Also wie du sagst, nicht so tief, oft so dieses angelsächsische, sehr, sehr freundliche, sehr serviceorientierte. Ich finde das ja gut, und manchmal trifft man halt auch jemanden, wo man wirklich ins Gespräch kommt und dass wir wirklich witzig werden. Ja, und ungefähr genauso wie dieses Gespräch, was du gerade so beispielhaft abgespult hast, von wegen How are you, where are you from und so, hat dieses Gespräch auch angefangen mit diesem Tankwart, der mich angesprochen hat, mitten in Texas, im Nichts sozusagen. Der halt meinte so, wo kommst du her? Und ich so, ja, aus Deutschland. Ah ja, Merkel und so. Ne? Wie lebt sie zum Kommunismus? Ja. Und natürlich, für die Leute, die es noch nicht wissen, wir leben nicht im Kommunismus hier. Aber wir sind natürlich beim Thema Freiheitsbegriff. Und wir sind beim Thema Texas und dass da sehr eigene Köpfe leben. Das war ein lieber, reflektierter Mensch, der einfach teilweise eine andere Meinung als ich hatte. Und halt bei dem mir mal wieder deutlich wurde, und das wird in den Südstaaten am ehesten deutlich, oder auch im Bible-Welt, auf den wir später noch kommen, der sehr religiösen Ecke der USA, die Leute haben eine andere, also Amerikaner sind manchmal viel anders, also wirklich, wirklich anders als wir. Man glaubt, die sind genauso wie wir, das sind sie nicht. Und die Definition zum Beispiel eines Freiheitsbegriffs, ne? Man hat, die redet ja viel von Freiheit, das Land of the Free und so, Freedom. Und Freiheit ist für die das allergrößte Gut. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Und es fängt halt bei Themen an. Der fing dann an, über Krankenversicherung zu reden und so, ne? Und dass Obama das ja damals versucht hätte und er wollte sich das nicht anordnen lassen und fühlt sich schon beschnitten in seiner Freiheit. Und wir seien sowieso alle nicht frei, weil wir halt gesetzlich krankenversichern, oder zumindest uns krankversichern müssen. So. Und es war ein Angela Merkel, die Diktatorin. Genau, ja. So viel Castro, Merkel, man weiß ja, so eine Ebene. Ja. Nee, aber es ist, das war total interessant und das war lieb und das war nett. So, weil einfach zwei Welten, Weltsichten sich ausgetauscht haben. Und es war teilweise aber auch halt wirklich der Moment, den wir immer meinen, wenn wir auf diesem US-Roadtrip sind, zu sagen, wir reisen, wir machen nicht nur Urlaub. Reisen hat auch manchmal Sachen, die einem nicht so gefallen, aber das Weltbild umso weiter noch erweitern. Ich weiß noch, einen Satz hat er irgendwann gesagt, sinngemäß, aber ungefähr so, I want my gun, I want my freedom speech, I want my own responsibility. Also ich will meine Waffe, ich will meine Freiheit, ich will frei reden und ich will meine eigene Verantwortung haben. Ich finde gerade den ersten Teil dieses Satzes nicht gut. Ich finde ihn sogar regelrecht beschissen. Also ich finde, Waffenrecht in den USA ist ein ganz großes Problem. Ich halte nichts davon, dass jeder Mensch eine Waffe haben kann, der eine haben will. Überhaupt nicht, also ich persönlich. Aber ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Und wenn du irgendwann verstehst, woher diese Leute kommen, wie die Freiheit definieren und so, dann verstehst du zumindest die Gedanken dahinter. Das sind nicht alles total blinde, ferngesteuerte Leute. Manche vielleicht schon, gerade die Spitzen, die man in den Medien dann irgendwann mal so sieht. Aber das war eine reflektierte Unterhaltung mit einem Texaner über Werte und über Staatsform. Und er hat auch was mitgenommen. Ich habe ihm gesagt, Meister, wenn das Kommunismus ist, dann bin ich gerne Kommunist, da wo ich lebe. Denn mir ist meine Staatsform immer noch lieber als die du hier gerade vertrittst. So, ne? Ja, es ist spannend, der Begriff Freiheit, wie man den in verschiedene Richtungen dehnen kann. Ne? Also für die bedeutet es halt, also nicht für die, aber für einige Amerikaner ist einfach Freiheit, die Freiheit, eine Waffe zu haben, gehört zu dieser Freiheit einfach dazu. Und wir definieren ja eher, sag mal, also die meisten Leute in Deutschland eine Freiheit, dass am besten so wenig wie möglich Leute Waffen haben, dass man sich draußen frei bewegen kann, nicht Angst haben muss, dass man jede Ecke erschossen wird. Auch wenn das bei uns oberflächlich besser funktioniert als unterflächlich, sind nämlich sehr, sehr viele Waffen in Deutschland auch unterwegs. Es ist aber dann eher so, ja, die werden nicht frei rumgetragen. Das Waffenproblem haben wir auch. Es ist aber weit nicht so groß wie in den USA, weil es da bei manchen Leuten zum guten Ton dazu gehört und gesetzlich halt auch erlaubt ist. Ja, das ist strange. Das ist einfach schwer, schwer verständlich. Das ist in unserem Kopf, da muss man sich ganz schön verbiegen, finde ich so, mit dem Gehirnschmalz, dass man das irgendwie, sag mal so, auch in einem Gespräch nachvollziehen kann. Und ich habe diese Gespräche, also diese typischen Europa-Amerika-Gespräche. Ich finde ja, in Amerika
wenn man da Europäer trifft, ne, dann merkt man einfach ganz oft, wie nah man einem Portugiesen, dass man dem viel näher ist und einem Rumänen vielleicht oder einer Rumänin oder jemanden aus Griechenland, dass man dem irgendwie in manchen Punkten viel, viel näher als Europäer ist, als den Amerikanern oder manchen Amerikanern, weil man einfach nicht in dieses in diese Denke reinkommt. Ja. Diese Denke über Freiheit und Selbstverteidigung mit diesen Waffen, das sind dann so unterschiedliche Planeten manchmal. Ich finde das immer wieder faszinierend, manchmal auch erschreckend. Man muss aber halt auch oft mal versuchen, so dieses Vorurteil erstmal wegzudrücken und erstmal zuzuhören. Es ist nicht immer einfach. Ja, und es ist auch einfacher fürs Verständnis dieser Nation, dass man auch akzeptiert, dass zumindest manche Leute von denen wirklich anders sind als wir. Die sind nicht so gleich. Man sollte das auch nicht gleich messen. Wie gesagt, ich rechtfertige da nichts oder was auch immer. Es sind einfach Menschen, die der Mann hat eine völlig andere Definition von Freiheit gehabt als ich. Und wie gesagt, der fühlte sich in seiner Freiheit beschnitten, weil Obama eine Krankenversicherung eingeführt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe Freunde an der Küste, an der Westküste in San Francisco, die haben gefeiert. Die haben gesagt, endlich, da gibt es ganz viele Leute, die davon profitieren. Die gibt es auch in den USA. Nicht jeder ist gleich. Es ist aber nur ein interessanter Einblick. Und das ist das, was vor allen Dingen auch Texas in seiner Charakterstärke, das ist neutral gemeint, halt einfach auch liefert. Und das merkst du da. Du fährst immer wieder auch, wenn du dann weiterfährst, fährst du an Gunshops vorbei. Die heißt wirklich Gunshop, Waffenshop. Hatten alle zu, witzigerweise, als sie da durchgefahren sind. Ich weiß nicht mehr, ob Sonntag war oder was. Ich wollte mir das zumindest mal angucken, einfach mal sehen, ne, und da auch mal fragen, so sag mal Leute, so und so. Aber vielleicht haben die auch, keine Ahnung, vielleicht haben die auch ein Frühwarnsystem am zugemacht, als ich in die Nähe kam. Das war alles eher auf dem Land. Was ich aber auch zum Beispiel gemacht habe, um bei Charakterstärke zu bleiben, um auch weiterzukommen. Wir fahren ja immer noch Richtung Osten durch Texas. Ja, ich hab ganz coolen Ellbogen gerade rauschen. Ja, genau so. Ich merke, der wird auch langsam braun. Du musst mal den Arm wechseln. Den Arm wechseln ist gut. Irgendwo. Ich versuch's gerade. Ja. Irgendwo hältst du an, weil du Hunger hast und hältst halt an so einem Drive-In-Burger an. Und da auch wieder Charakterstärke. Ich könnte dir den Ort nicht mehr nennen. Du wirst solche Momente aber haben, wenn du einen Roadtrip hast oder etwas anderer Form. Du wirst Sachen entdecken, die dich auch an was erinnern. Irgendwo war so ein Drive-In-Burger-Laden. Wirklich tolle Burger, also eben nicht Kette, sonst was, sondern also wirklich heimgemacht, so von den Leuten von dort, ein uriges gewachsenes Restaurant mit Leuten, die da schon lange arbeiten, Familienbetrieb und so weiter. Und wirklich vor mir beim Drive-In ein Pickup-Truck, hinten drauf 3 Cowboys, 2 Cowgirls. Weißt du, so in Jeans mit Cowboy-Hut im Sonnenuntergang, irgendwie haben sich ihre Burger bestellt und sitzen da hinten auf der Frachtfläche nachher auf dem Parkplatz neben uns und essen ihre Burger. Und du denkst so, yes, schon wieder ein Klischee abgehakt, weißt du, so eines dieser Bilder. Das ist irgendwie für mich Texas auch. Die kriegst du dann, ich habe die Bilder nicht bestellt, ich habe das auch nicht gesucht, nur ich habe mir begegnet da permanent. Irgendwie. Ja, das lebende Klischee. Ne? Ja, du fährst weiter, natürlich, du fährst wieder, aber irgendwann tatsächlich kommst du in Dallas an. Dallas, da haben wir, hast du gerade schon anklingen lassen, eine der großen Städte in Texas, eine Großstadt, eine Geschäftsstadt, viel Business, viele Malls. Und für mich ehrlich gesagt, ich habe jetzt überlegt, was ich raushebe. Wir sind ja auf dem Roadtrip. Man kann ja nicht überall 2 Wochen bleiben, kann man aber in der Gegend theoretisch. Du kannst auch auf ein Rodeo gehen und so solche Sachen machen. Ich habe erstmal gepennt im South Fork Hotel und du weißt, was jetzt kommt. Und ich weiß, dass du Trash nicht so magst wie ich. Aber ich muss es dir leider geben, Michael. Ich war natürlich auch auf der South Fork Ranch. Und weißt du, was das ist? Bist du schwer enttäuscht oder überlegst du gerade? Ich überlege gerade. So, ich habe Dallas nie. Es geht um die Serie wahrscheinlich. Ja, ne? Es ist genau. Es ist die Ranch. Ich habe das nie geguckt. Also da muss man ja sagen, du guckst ja auch Schwarzwaldklinik und Dallas und so. Das habe ich alles nicht so gesehen. Ne? Also ich lasse es einfach laufen und denke, ja, das ist bestimmt gutes Entertainment. Sehr moderat ausgedrückt. Ja, nee, also nee, Dallas ist eine alte 80s-USA-Serie, US-Serie, die damals halt riesengroß war. Und ich habe die halt damals geguckt. Und Zentrum dieser Serie ist diese weiße Ranch. Also halt so ein klassisches Texas, so eine Texas-Ranch, so wo oft auf der Pferde gezüchtet werden, Pferde geritten werden, weiße Zäune, weißes Gebäude. Und da kannst du halt zum Beispiel hinfahren, weil zum Beispiel, das ist eine Seite von Amerika. Amerika ist ja in dem Sinne, viel der Kultur und der Gebäude in Amerika ist nicht so alt wie in Europa. Amerika ist keine so alte Nation. Also die kommen ja mal hierher und denen fällt das Kinn runter, wenn sie manchmal hören, wie alt unser Dom ist. Oder so. Das passt ja gar nicht in deren Kopf rein. Und was Amerika aber hat, ist halt aus dem Showbusiness geboren, halt Kultur und auch
TV-Sachen, Musiksachen, daraus Kultur. Wir kommen auch noch nach Memphis nachher zur Musik. Weißt du, da werden Museen um jüngere Musik aus den 60ern, 70ern gebaut. Oder halt, da gibt es diese South Fork Ranch, die man besichtigen kann. Das ist eine Serie aus den 80ern gewesen. Da geht es um Charaktere wie J.R. Ewing, Bobby Ewing, Alexis, einer der besten Bösewichte, die es jemals gab im Fernsehen, in der Serie. Also Alexis ist wirklich hart in Dallas, der Serie. Die Farm natürlich wieder viel zu klein. Da gibt es dann so ein Zimmer, wo du dann irgendwie angucken kannst, wo der und der erschossen wurde oder eine Pistole wird ausgestellt. Aber das ist ja, um mal kurz da rein zu grätschen, ja, ja. Weil das ja 40 Jahre her ist mit Dallas. Das passiert, ich glaube, es gibt es nicht auch eine Neuauflage auf Netflix oder auf Amazon Prime? Klar, ich weiß es nicht. Ja. Weil es ja so erfolgreich, mir hat sich das Thema nie erschlossen, aber was ich sagen möchte, um von diesem 40 Jahre alten TV-Erlebnis von Jochen Schliemann mal in die heutige Zeit zu kommen, das ist in den USA an allen Ecken und Enden, also wenn man jetzt so Serien, die ich so gucke, so Stranger Things und sowas, was die in den USA dann gedreht sind, auch die aktuellen Serien oder aktuelle Filme, diese ganzen Schauplätze, die findet man überall, und die USA lieben ja auch ihre eigene Film- und Serienindustrie. Das heißt, egal wo ihr hinkommt und ihr habt eine Lieblingsserie und die spielt zufällig dann in Dallas oder die spielt in Houston, Texas oder wo auch immer, schaut mal, es gibt immer Guides, es gibt immer irgendwelche Touren, es gibt immer irgendwelche Pläne im Netz, wo ihr das Haus, keine Ahnung, die Burg oder was auch immer oder den Park findet, wo das und das passiert ist. Also das, was du jetzt von Dallas erzählst, gibt es in den USA, weil die ja selbst so verrückt sind, für fast jede Serie. Wenn es zwei Fans gibt, gibt es auch einen Guide, der euch irgendwo hinbringt und Spots, Insta-Spots, wo man das nochmal so fotografieren kann. Also das finde ich immer ganz großartig in den USA, dass sie damit so crazy sind, dass man sich quasi in den Film da so reinbeamen kann an die Schauplätze, wo das spielt. Genau, und das meine ich, diese seid nerdig. Wenn ihr euren Roadtrip vorbereitet oder eure Reise in die USA, sucht nach den Sachen, die euch geprägt haben aus den USA. Vielleicht gibt es da irgendwas zu. Oder man kann da hinfahren. Sei es da, wo U2 ihre Fotos gemacht haben. Da, wo die Serien, weiß nicht, ist ja egal welche, wie du schon sagtest, auch jüngere Serien oder das. Jeder findet da halt wieder seine Ecke. Mhm. Und also wie gesagt, Dallas, Großstadt, finde ich super. Kann man viel machen, so sagen wir mal so. Was mir am meisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich, ich war in einem dieser, und das ist auch eine Eigenschaft von Texas, dieser ganz großen Country-Stores, meistens am Highway. Sie sind so groß wie bei uns ganz große Supermärkte oder so. Und die bestehen praktisch nur aus Cowboy-Accessoires, wie einer unendlich langen Wand von Stiefeln. Oh, ich brauche neue Stiefel, Jochen. Ne, siehst du? Oder halt unendlich viele Cowboy-Hemden, Hüte. Das Thema Stetson, also dieser Hut, ne, so, also was man da auch alles falsch und richtig machen kann. Gürtelschnallen, die größer sind als meine Füße, so. Einfach sowas. Wir haben da gehalten, oder beziehungsweise wir beide, Michael, wir haben ja gerade mit unserem abgesägten Cabrio-Dach, wir biegen da gerade so auf dem Parkplatz auf und gehen in diesen Laden rein, und ich muss dir ehrlich sagen, ich war kurz davor, mir Cowboy-Stiefel zu holen. Weil dich das so einnimmt. Weil, weißt du, wenn du von irgendwas so eingenommen bist, von so einer Kultur und so nachdenkst, denkst du, Alter, ich bin's auch. Ich bin es, Alter. Ich bin Cowboy Joe, Alter. Und ja, ich kaufe mir jetzt das Hemd und ich habe mir zwei Hemden gekauft. Eins trage ich noch immer, das andere habe ich auch noch. Das sind verdammt gute, handgemachte Hemden. Also eben wirklich auch gute Arbeit. Hat mir viel über Jeans erklären lassen und so. Also teilweise habe ich den Slang nicht verstanden, aber das meiste habe ich verstanden. Und ich war kurz vor den Stiefeln. Ja, aber das Ding ist mit, das Hemd, das geht ja, aber das ist ja so oftmals auf Reisen, also nicht, dass mir das jemals passiert wäre, dass ich auf keinen Fall im Ausland was gekauft hätte, was zum Anziehen, was dann irgendwie bescheuert aussah, vor allem, wenn man zurückkommt. Aber das ist ja genau das, man ist dann irgendwie da in so einem Store und irgendwie nimmt einem das so mit und auf einmal findet man das cool und kauft sich dann irgendwie so Cowboy-Stiefel, aber natürlich auch noch irgendwelche ausgefallen, die total besonders sind und noch so verziert und so. Und dann steht man mit diesen Cowboy-Stiefeln in Frankfurt am Main am Flughafen und denkt, warum gucken die alle so seltsam? Ja, du kommst zurück zur Arbeit oder damals in die Uni und die Leute denken, mein Gott, Junge, was ist denn mit dir passiert? Du bist es nicht. Alter. Ja. Du bist nicht das, was du gerade denkst. Was du bist nach einer Woche weißt es selbst. Aber fuck it. Das Hemd trage ich immer noch. Egal. Ach, fuck it, soll ich nicht so oft sagen, hat meine Hörerin geschrieben. Schönen Gruß daraus. Wir sind jetzt aber in Amerika. Ich habe es jetzt einmal gesagt. Sorry. Hast du fuck it gesagt? Das ist dänisch und heißt schön. Fuck it.
Ja. Nein. Du bist ein ganz schön schlauer Mensch. Gut, dass wir dich an die Uni geschickt haben. Ja. Also wir merken uns, Dallas ist eine tolle Großstadt, sehr charakterstark wie ganz Texas. Aber die Stadt, wenn ich mich entscheiden müsste, in die ich eigentlich fahren will in Texas, wenn ich eine Stadt in Texas mir aussuchen müsste, ist Austin. Austin ist die Hauptstadt von Texas. Das sei vorweg gesagt. Und es ist vielleicht die Stadt, was du schon angedeutet hast, Michael, die vielleicht auch bekannt ist in Popkulturkreisen vom South by Southwest Festival. Das ist eins der größten Festivals für, eigentlich was eine digitale Messe auch. Es ist einen ganz großen Anteil an digitalen neuen Ideen und so. Aber es hat halt auch einen Musikmessenteil, der wirklich, ich glaube, fast eine Woche geht oder so. Und wirklich die hottesten Acts der Welt da auftreten. Also da geht es nicht darum, dass irgendwie in irgendeine Rumpel-Kombo aus, weiß ich nicht, irgendwie California Dreaming covert, sondern irgendwie da ist der neueste und der dickste Shit tritt da auf. Das ist wirklich eine der Messen. Ja. Das ist immer im Frühjahr, ich glaube, das ist im März und das ist halt nicht nur ein Texas-Festival, sondern da guckt die ganze Welt auch online zu und da treten Bands auf, die ihre neuen Platten da präsentieren, Weltbands oder Sachen, die super angesagt sind. Ne? Also, so als Beispiel, da tritt dann Billie Eilish, tritt 5 Jahre, bevor sie überhaupt irgendwie die erste Platte rausgebracht hat, den ersten Song gemacht hat, tritt dort auf, ne? Also jetzt mal so übertrieben und das ist die Wahrheit. Das ist das Bild, ne? Also wenn wir das mitbekommen haben, waren die alle schon in Austin, Texas. Ja. So, und das zählt für Innovation, für Shows, für Musik, für Digitales. Also das ist das Ding. Und ich glaube auch durch dieses Festival, immer was ich halt so lese, und vielleicht kannst du mir das dann bestätigen, ist halt Austin, Texas auch gerade so in den letzten 10, 20 Jahren halt so big geworden, ne? Ja, es ist einfach eine Stadt, die das South by Southwest Festival ist da eigentlich beispielhaft, die einfach eine wahnsinnig tolle Popkultur, Essens- und Jugendszene hat und auch eine alternativere Szene. Also Austin hat noch mal eine andere Seite als das traditionelle Texas. Das gibt's auch in Austin, aber es gibt halt eben, wie gesagt, die Musik. Es gibt, ich war da an einer Ecke, an einer Straße, die wird man schnell finden. Das ist eine der Haupteinkaufsstraßen, aber halt jetzt nicht Fußgängerzonenmäßig oder halt so hochhäusermäßig, sondern mit schönen alten Gebäuden. Da gibt es eine ganze Meile sozusagen mit Foodtrucks, mit richtig geilem Essen. Und Foodtrucks, wie gesagt, die Foodtrucks stehen da dann aber auch 5 Jahre, bevor hier überhaupt Foodtrucks ausgesprochen wird. Da ist man halt vorne, da hat man Ideen. Es gibt fantastische Straßenmusik auch abseits des Festivals, das übrigens durch die ganze Stadt geht. Das ist nicht in einer Halle, sondern durch alle Clubs sozusagen. Die ganze Stadt ist davon eingenommen oder zumindest ein Viertel davon. Ich habe da länger mit einem Straßenmusiker gesprochen, der da stand, und der hat wirklich einfach auch das wieder Amerika. Der hat mit einer Mundharmonika, mit so einer Fußtrommel, also die er mit dem Fuß getreten hat, und einer Gitarre, fantastische Musik gemacht. Ich hätte ihm fast einen Plattenvertrag vergeben, wenn ich Geld hätte oder irgendwelche Ahnung. Aber das war bemerkenswert. Es war toll. Man ist gerne stehen geblieben, hat länger mit dem gesprochen und hat natürlich auch wieder über USA, über Freiheit. Der war zum Beispiel ein Verlierer des Systems, Stichwort Krankenversicherung und so. Der hat das ganz anders gesehen. Der hat gesagt, mein Gott, hast du ein Glück, dass du aus Europa kommst, weil ihr da irgendwie nochmal ein anderes Netz habt, irgendwie auch für Leute wie mich oder so. Also der hat auch verloren, also so würde er es ausdrücken, ne? Ich möchte das selber nicht beurteilen. Aber halt Straßenmusiker. Das Interessante war aber auch, dass ich neben dieser Szene, die ich jetzt gerade so umrissen habe, für die man sich auf jeden Fall Zeit nehmen sollte. Man kann in Austin wirklich tolle paar Tage verbringen. War ich aber auch in einer Bar, die habe ich tatsächlich davor im Netz gefunden, als ich mal geguckt habe. Ich wollte eigentlich mal in so eine richtige Country-Bar gehen. Also wenn, dann mal so richtig. Ne? Also so mit Square Dance und alles, volles Programm. Und die habe ich in Austin gefunden und war in einem anderen Viertel, an der Straße. So sah fast aus wie so ein Cowboy-Saloon. Hältst du an, davor so die großen Autos und Pickup-Trucks stehend. Der Laden heißt Broken Spoke. Broken Spoke. Und volles Klischee, aber halt angenehm. Also das volle Klischee von Texas, von Country, von Southern Style. Wie gesagt, die Autos davor direkt an der Landstraße geparkt, Schotterparkplatz, Veranda, wo die Leute schon stehen und rauchen, was trinken, sich unterhalten und so weiter. Alle Jeans, alle Stiefel, alle die Gürtelschnalle, alle den Hut. Frauen und Männer, alle die Hemden und ich, bis auf die Stiefel, natürlich auch, weil ich mich informiert hatte und dachte, ich will da jetzt nicht auffallen und irgendwie mit einem HSV-T-Shirt da ankommen oder so, weißt du? Man musste sich irgendwie so ein bisschen anpassen. Die merkten natürlich sofort, okay, alles klar, das ist ein Typ, der hat sich so richtig drauf. Aber sie haben sich mit mir unterhalten. Und einfach eine tolle Erfahrung. Drin halt
das, was du dir unter einer klassischen texanischen, einem klassischen texanischen Diner vielleicht vorstellst, so mit Jukebox und so. Aber es hat auch eine kleine Band gespielt, so Country-Musik in der Ecke, mit Pausen so, ne? Man isst da dann das natürlich world famous, weiß ich nicht, die world famous Chili Fries, die world famous, alles world famous, ne? Alles natürlich total, total angeblich legendär, seit 30 Jahren Familienrezept, bla, aber du isst dann halt okay, ne? Also so bodenständige texanisches Essen, so Bier, Cola, und die Band spielt und hast einen wundervollen Abend, also der wirklich, wo du das Gefühl hast, bei dem du das Gefühl hast, ich bin jetzt da. Also ich habe das für mich abgehakt. Und hinten war tatsächlich diese Halle für diesen Square Dance. Das ist dann immer so ein größerer Bereich gewesen, ein recht flaches Gebäude, so vielleicht so höchstens 3 Meter hohe Decken, aber eine große Tanzfläche sozusagen. An dem Abend war leider kein Square Dance, aber ich habe mir dann Videos natürlich davon reingezogen. Das ist schon abgefahren. Und das lebt. Ne? Ich rede da nicht von einer, ich rede da nicht von Leuten, die sich irgendwie kostümieren und da Folklore machen und das einmal im Jahr noch irgendwie abfeiern. Das ist Realität. Und, ja, spannend. Und, ne? Und ich glaube, man kann ja auch nur da eintauchen, wenn man mal sagt, hör mal, scheiß drauf, ich gehe da jetzt rein. Ich lass mal alle Vorgedanken und Klischees in meinem Kopf weg. Ich widme mich einem Abend nur dem und beobachte das. Und das ist ja das Tolle, das kann man ja dann in der Ferne, in der Fremde, wo man ja auch keinen kennt, ja auch einfach toll machen, auch mit Sachen, wo man vielleicht zu Hause in Deutschland sagen würde, so, was, wie peinlich ist das denn? Das ist völlig uncool für mich. Aber wenn man auf Reisen ist, ist es manchmal wirklich witzig und wirklich auch erhellend, sich mal in diese andere Welt zu begeben. Da sind auch junge Leute. Das ist nicht so, dass da nur 70, 80-Jährige rumrennen und sagen, früher war besser oder so. Natürlich war da ein größerer Anteil an älteren Menschen. Aber da waren junge Menschen, mit denen ich mich auch unterhalten habe. Jetzt will ich nicht so tun, als wenn alle in Amerika Square Dance machen. Aber das ist einfach, das war nicht inszeniert, das war nicht retro. Das passiert in dem Moment. Und für mich ist das exotisch. Weißt du, so wenn man mal von Exotik spricht, ich war im Tempel in Asien und so, da bin ich ja einer der Ersten, der das total spannend findet. Das ist auch exotisch. Das ist eine Seite von der Gesellschaft, von der wir glauben, dass wir ihr sehr nahe stehen, die aber auch nochmal ganz andere Facetten hat. Und das ist einfach interessant, du verstehst mir, das waren alles liebe Menschen, tolle Gespräche geführt, das können sie halt, Service Nation, du kommst da an, die Waitress fragt dich so, wie es geht, das Trinkgeld in Amerika kommt ja immer noch oben drauf auf das, was auf der Speisekarte steht, das muss man ja mit einrechnen, Leute, ne? Also wenn da irgendwas steht für $10, kommt immer noch das Trinkgeld oben drauf, das muss man mit reinrechnen, weil die Leute davon leben, die euch bedienen, das ist ganz wichtig, ne? Trinkgeld sollte man da wirklich geben, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, was man, wenn man Bock hat oder wenn man es gut fand, noch ein bisschen oben drauf gibt. Aber es ist eine Service Nation. Du fühlst dich gut danach, du hast einen tollen Abend, du hörst gute Musik und sprichst mit offenen, interessierten Menschen. So. Und das habe ich da so wahrgenommen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast irgendwann, was ich mir schwer vorstellen kann, du hast genug von Texas. Ja? Du fährst irgendwann über Houston, auch eine schöne Stadt, direkt, ich glaube, die ist sogar direkt am Golf von Mexiko. Ich glaube, die ist direkt am Meer, Houston. Ja? Houston? Houston ja. Ist ja, Klar, fast, ne? Am Meer. Also es gibt, glaube ich, Stadtteile von Houston, die am Meer sind. Galveston oder so ist, glaube ich, der Beach von Houston. Ah. Aber es ist schon fast direkt am Meer. Ja. Ja. Und du fährst über Houston nach New Orleans, um einfach noch weiter in den Süden einzudringen der USA. Da sind wir ja gerade unterwegs. Ne? Und New Orleans, wisst ihr, oder wer es noch nicht weiß, dem sei es gesagt, wir haben eine ganze Folge zu New Orleans gemacht in Louisiana. New Orleans ist eine fantastische Stadt, die es sie nicht ein zweites Mal auf dieser Welt einfach gibt. Das geht gar nicht in der Mischung. Ich erkläre das gleich noch kurz. Wer nicht genug kriegen kann von New Orleans und der Umgebung, dem sei wirklich diese Folge empfohlen, die und mir mindestens sehr am Herzen liegt, weil es einfach eine ganz, ganz besondere Stadt ist. Es ist wirklich was Besonderes. Wir haben ja jetzt wirklich über Großstädte geredet, über Entertainment, LA, über Texas, über Las Vegas. Was kommt da auch noch alles? New York City. New Orleans ist eine Stadt in einer Mischung, die es nicht gar kein zweites Mal geben kann. Also du hast dieses fast tropische Klima. Wir sind ja fast in Kuba sozusagen, was Geografie angeht. Also wirklich sehr weit im Süden. Du hast die alten Villen im French Quarter. Du hast eine extremste Kluft zwischen Armut und Kriminalität und Reichtum. Also du hast einerseits wirklich Ecken, um die du nicht gehen solltest. Und da geht es wirklich um Ecken.
Da geht es darum, bieg da nicht links ab, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Du hast aber auf der anderen Seite, hast du halt die beste Dining-Szene in der USA, also die beste Essensszene. Das ist jetzt nicht übertrieben, das sagen alle. Du hast da Du auch damals erzählt hast hier von Essen, ich hätte dich am liebsten geschlagen, weil ich so währenddessen, man bekommt so Bock auf diese Küche, die ja auch nochmal sehr unterschiedlich ist. Und die Cajun-Küche, ja. Fantastische Küche, fantastisches Essen. Die New Orleans-Folge ist wirklich toll, muss ich sagen. Es ist Lebenslust. Also eine Stadt, die immer auch gekriegt hat, die eine dunkle Seite hat, Hurricane Katrina, haben die immer noch nicht ganz verarbeitet. Oft auch alleingelassen von der Regierung, gerade in der Zeit. Wie gesagt, mit diesem großen Gefälle zwischen Arm und Reich. Aber eine Lebenslust, ne? Diese Partys im French Quarter sind legendär. Wenn du deinen Junggesellenabschied in den USA nicht in Las Vegas feierst, dann in New Orleans oder in Florida. Ne? Du kannst feiern ohne Ende, du hast eine Musikszene, da kniest du nieder, richtig gute Musik. Jetzt verrat nicht so viel, die Leute sollen die Folge hören. Okay, alles klar. New Orleans hin. Du fährst jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter. Du fährst jetzt schön weiter, weil ich muss unbedingt, du hast vorhin Memphis gesagt. Ja, dann machen wir das jetzt. In die Richtung. Das ist ja jetzt einmal, wenn man jetzt von New Orleans, das ist ja jetzt so ganz im Süden, wenn man jetzt nach oben fährt, in deiner geografischen, nach Norden, ne, in deiner Sprache fährt, dann ist doch die nächste größere wahrscheinlich sogar Memphis, Nashville, ich weiß es nicht. Genau, es geht so in die Richtung. Du fährst aus New Orleans raus über diese Brücken, durch die Sümpfe, durch Mississippi, durch Louisiana, wirklich Staaten, die auch sehr charakterstark sind. Du fährst durch viel Regen, Hitze, die Southern States, die alten Plantagen kannst du besuchen. Ach, schön. Also die eine ganz bewegte Geschichte haben, also halt Südstaaten-Flair galore, aber auch wieder mit einer dunklen Geschichte, Stichwort Sklaven und so. Also total spannende Gegend, fährst dann aber immer höher, da bin ich wieder, immer weiter Richtung Norden auf dem Highway. Das ist unglaublich, er faked das nicht. So natürlich kann man das gar nicht faken mit seinen geografischen Begriffen. Nein, weiter Jochen, fahr. Also wie gesagt, gönnt euch so ein paar Nächte auf so einer Plantage, wenn ihr dann weiter in Norden fahrt. Kommt ihr irgendwann tatsächlich in diese Musikgegend, wo irgendwie, also allein schon auf dem Weg, also du redest jetzt von Memphis, ne, weil Elvis, Memphis ist ja irgendwie miteinander verbunden. Fast jede Stadt, die euch irgendwann begegnet auf irgendeinem Straßenschild, wurde schon mal besungen. Jackson. Also fällt mir, genau. Jackson ist da auch da irgendwo, oder? I'm going to Jackson, genau. Ja. Der Country-Song auch unter anderem. Ich glaube, der ist sogar von Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny und June haben den sogar seine Frau, glaube ich, auch noch miteinander gesungen. Baton Rouge ist zum Beispiel auch ein Song, ein Ort in Louisiana noch, der oft besungen wurde. So geht das die ganze Zeit. Und dann kommt halt irgendwann Memphis in den Südstaaten. Elvis, aber auch eine sehr arme Stadt. Du hast da viele spannende Museen, also was Elvis angeht und so weiter. Ich bin aber halt vor allem nach einem kurzen Stopp in Memphis nach Nashville gefahren. Nashville ist auch so ein Name, der wirklich für was steht, finde ich. Mhm. Das ist Nashville, Tennessee. Ne, wir sind jetzt in Tennessee. Ja, Tennessee. Ich gehe gerade so im Kopf so. Nashville, Tennessee. Ja. Nashville ist eine Musikstadt. Man sagt so, es gibt einen Satz über Nashville, der heißt, Nashville is a music city with a drinking problem. Also wir sagen, die Musikstadt, du gehst da wirklich über einen Strip, über die Hauptstraße und du siehst Gitarren in Neonlicht. Weißt du, diese von Neonlicht geformten Gitarren. Du siehst Musikstores, du siehst unendlich viele Musikbars, wo Bands drin spielen, neue Künstler. Diese Stadt ist Musik. Ne? Du hast auch immer noch überall dieses Südstaatengefühl, also immer noch viel Jeans, Gürtelschnallen, Hüte und so weiter, Konzerte überall. Es gibt auch überall Studios, wo all die Großen aufgenommen haben. Es gibt ein Studio, in dem Elvis über 100 Songs aufgenommen hat. Es gibt große Museen dazu und so weiter. Du kannst sehr viel Zeit als Musikliebhaber, aber auch sonst in Nashville verbringen. Ist das ganz kurz mal, um da kurz reinzugrätschen, ist das Arcturi oder wo die quasi dieses alte Nashville-Gefühl verkaufen oder ist das auch tatsächlich noch lebendig? Also ist die Musikszene da wirklich auch noch, kommen da neue Leute hin, nehmen da Leute wirklich auf oder ist das mehr so ein bisschen das alte Zelebrieren? Was ist dein Eindruck? Perfekte Frage, weil ich tatsächlich darüber auch viel nachgedacht habe. Natürlich ist dieser Hauptstrip da, diese Hauptstraße, da, die wissen schon, was sie da machen. Und die wissen auch, dass Leute da hinkommen, um sowas zu sehen. Ne? Und das ist auch touristisch, ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar Leute, die sagen, ich habe ja gerade gesagt, Music City with a Drinking Problem. Manche Leute aus Nashville haben mir erzählt, sie nennen es inzwischen Drinking City with a Music Problem.
Also, das ist gut. Trinkstadt mit Musikproblem. Ich weiß jetzt nicht, die Wahl liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber der Tourismus ist da, ja. Du kannst aber auch, also du kannst da deinen Kram rausziehen als Musikliebhaber, den du rausziehen willst, auf jeden Fall. Was du zum Beispiel auch machen kannst in der Nähe ist zum Beispiel, nur ein kleiner Tipp, es gibt die Jack Daniels Distillery, also so eine Whisky Distillery. Da war ich zum Beispiel, habe mir das mal einen Tag lang angeguckt, wie man so Whisky macht. Auch natürlich toll aufbereitet, Amerikaner können das gut inszenieren. Was anderes, was du da in der Nähe machen kannst, ist, ich war beim Grab von Johnny Cash zum Beispiel, der für mich viel mehr für Country steht als viele andere der Leute da, die da sehr viel konservativer unterwegs sind. Johnny Cash war ja ein Rebell des Country. In der Nähe von Nashville hat der sein Grab. Da müssen jetzt nicht alle hinpilgern, aber was ich sagen will, sein Sommerhaus zum Beispiel ist da auch da. So ein Haus, das Haus, das in dem Film mit Joaquin Phoenix vorkommt, das am See. So ein Haus am See, wo Johnny Cash seine letzten Jahre so verbringt. Das ist da auch zum Beispiel. Da kann man am Zaun stehen und mal rübergucken. Ich bin großer Johnny Cash-Fan. Deshalb habe ich diese beiden Sachen mal kurz abgegangen. Und das ist dann auch schnell erzählt. Aber für mich war das irgendwie wichtig, weil Johnny Cash ein Amerikaner ist, wer sich länger mit dem auseinandersetzt, der Country auf eine Art und Weise macht, die sehr systemkritisch ist. Vielleicht auch manchmal dunkel, aber auch zweifeln. Und der auch offen sagt, ich glaube, aber ich habe auch sehr viel Zweifel am Glauben und so weiter. Total spannend. Ich war auch in der Kirche, also ich stand irgendwann vor der Kirche, das wusste ich aus dem Buch, die Cash mitfinanziert hat. Da hat mich dann sogar noch sein Pfarrer angesprochen. Der meinte, ja, der Johnny war hier früher, der war damals natürlich schon tot. Er hat mich zum Gottesdienst eingeladen. Ich stand da drin in so einem klassischen amerikanischen Gottesdienst, so, ne? Also so, wo wirklich gesungen wird, mitgeklatscht, Arme hoch und alles sehr pathetisch, Religion und so weiter. Ich bin jetzt nicht ein sehr religiöser Typ. Aber was für eine Erfahrung. Ne? Also, das heißt jetzt nicht, dass ich der einzige Mensch bin, der in so eine Kirche reingehen kann. Kirchen sind offen für jeden. Also von daher, guckt euch sowas mal an, wenn ihr wollt. Ne? Aber auch mit Distanz. Ich habe da gar keinen emotionalen Bezug zu. Aber das sind so die Sachen, wenn du im Motel pennst in den USA und dann Fernsehen guckst und diese Fernsehgottesdienste zum Beispiel siehst oder so. Das ist total abgefahren, wie die zu glauben stehen, wie die glauben, wie die das medial verarbeiten, wie die auch in ihrem pathetischen, in ihrem Selbstverständnis sind. Andere Welt. Das ist manchmal viel fremder, als wenn man irgendwo in Asien unterwegs ist, wo das irgendwie so mit wo man diese Ruhe und diese Kraft und wenn dann, keine Ahnung, wenn dann buddhistische Mönche da sind oder irgendwo, ne, Leute halt einen anderen Glauben hat, mit dem man nicht so nah groß geworden ist. Ich bin jetzt ja auch kein religiöser Mensch, aber ich finde es, wenn ich dann diese Fernsehdinger sehe, auch jetzt rund, als es um die Wahl ging und diese Evangelikaner da sah, was die da abziehen, was die da machen, was sie da tun, das ist mir so weit weg und so fremd und so absurd manchmal, also viel weiter weg als Sachen, die kulturell eigentlich ganz anders abgelaufen sind, die ich erst viel später kennengelernt habe. Und das ist ja auch wieder jetzt mal ganz wertfrei irgendwie spannend, ne? Dass man in einem Land, das eigentlich so, dass sich ja oftmals, wo man denkt, man ist da als Europäer ja gar nicht so weit weg, aber manchmal ist es ein ganzer Grand Canyon oder ein ganz anderer Planet, der so dazwischen ist. Ne? Total, total. Es ist halt, wir sind halt einfach mitten im Bible Belt, in diesem Bibelgürtel sozusagen, so wie es genannt wird, diese wirklich immer noch konservativen Staaten, das so Ende der Südstaaten, nördlicher, heißt es ja nicht mehr Südstaaten, aber wirklich diese konservative Gegend. Und das treibt natürlich auch diese Blüten, die wir zum Beispiel jetzt gar nicht gutheißen bei uns, sei zum Beispiel auch eine extreme Probleme immer noch für Leute, die jetzt irgendwie für Homosexuelle oder sowas, weißt du? Ich habe natürlich was gemacht, aber es treibt dann auch wieder schöne Blüten sozusagen, diese konservativen Strukturen, weil ich jetzt zum Beispiel dann halt mal, hatte ich im Netz gelesen, von so einer Rugby-Mannschaft, also die Nashville Grizzlies heißen die, das ist so ein Sportverein, der Rugby macht, was jetzt gar nicht die große Sportart in den USA ist, die spielen ja alle Football da, aber es ist halt ein Sportverein, der sich geformt hat, um unterrepräsentierten Gruppen die Chance zu geben, sich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen und Freizeit zu haben. Ich will sagen, da spielen zum Beispiel auch sehr viele Homosexuelle, betreiben halt diesen Sport. Da gibt es sogar eine ganze Liga in den USA. Eine Rugby-Liga, die sich hauptsächlich aus Leuten zusammensetzt, die halt irgendwie so einen sozialen Zusammenhalt suchen und irgendwie Spaß haben wollen und sich auch in Gruppen formieren wollen. Und das war ein total schöner Vormittag. Beim Training zugesehen, mit den Leuten geredet, mit denen auch Pizza essen gewesen und so. Wieder, es gibt so viele Gesichter, auch schon von einer Gegend, dass wieder irgendwas Schönes sich formt, was über ein ganzes Land geht, in Form von einer Liga oder so, in so einer konservativen Gegend. Man kann ganz viel in den USA erleben. Und nochmal, viele der Sachen, so dieser Seitenblicke, die ich erzähle, die findet man, wenn man sich selber im Netz vorher informiert und seine Ecken so sucht. Und dann fährt man da mal hin und dann guckt man, das sind ja alles offene Leute. Und ich habe da eigentlich nur nette Menschen getroffen, aus jeder Ecke. So, weißt du?
Andere, ich bin in Nashville tatsächlich, wurde ich von den Bullen angehalten, fiel mir noch ein, das wollte ich dir noch erzählen. Ich bin irgendwann nachts aus Nashville dann raus sozusagen, da war dann mein Polizeiauto-Moment, dass ein Polizeiwagen mich angehalten hat, so schön mit Taschenlampe ins Gesicht, der Officer an der Autotür und so. Ich so, scheiße, was passiert jetzt? Na, das kenne ich doch auch aus Filmen. Ne? Und hat mich dann so kurz durchläutet, hier, dann wollte er meinen Führerschein sehen, dann war auch gut. Und dann meinte ich so, was ist denn überhaupt das Problem? Und meinte so, ja, dein Licht war nicht an. So, und ich so, Alter. Ne? Weil ich echt kurz Schiss hatte, was jetzt passiert, weil man total medial geprägt ist, was passieren könnte, wenn dann so ein Polizeiauto so anhält. Also meine Polizeiauto-Kontrolle in den USA habe ich dann sozusagen im Roadtrip, auf der Roadtrip-Ebene auch abgehakt, sagen wir mal so. Du hast es überlebt und es war nicht so schlimm, wie du vielleicht erst gedacht hast. Witzigerweise nicht, nee. Von den Polizisten vielleicht auch nicht, außer hätte man einen deutschen Akzent im Englisch gehört. Aber wir reisen jetzt noch weiter nach Norden, Richtung Chicago. Und da ist halt ein Mensch... viel mehr Film. Ich war in Chicago mal 1-2 Tage, habe da ein Konzert gesehen und ein Interview gemacht, aber du warst da länger, Michael. Ich war da tatsächlich ein paar Tage auch, ne? Also so eine Woche eigentlich war ich in Chicago und muss sagen, dass ich, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, dass Chicago, sagen wir mal, wenn man die USA mal in der Mitte teilen, ne, wenn man irgendwo bei Kansas City einfach mal so die USA in Ost und West teilen, ist Chicago in diesem Ostteil tatsächlich meine Lieblingsstadt. Und das noch, also ich war ja nicht überall, ne, bislang, ne, Stand heute ist Chicago meine Lieblingsstadt und ich fand Chicago überraschenderweise noch spannender und schöner und aufregender als New York. Ach was, okay. Ja, also vielleicht ist es so, ne, ich komme ja vom Dorf. Ne? Mhm. So. Und habe ich es irgendwie raus, ab und zu mal raus in die weite Welt geschafft, aber so ganzes Dorf kriegst du vielleicht ja dann doch nicht raus, wie man es manchmal hört und mitbekommt. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass Chicago ein bisschen übersichtlicher ist als New York. Ich weiß es nicht, obwohl ich auch große Städte mag. So Megacities wie Tokio oder Singapur finde ich ja super faszinierend. Aber irgendwas an Chicago und ich glaube, der bisschen entspanntere Lifestyle dort als in New York fand ich toll. Und einfach die Stadt an sich. Chicago ist architektonisch einfach eine Wucht. Das hat eine lange Geschichte, weil da es Unis gibt mit tollen Architekten und da wird da gelehrt. Und es gibt ganz spezielle Gebäude. Die Stadt ist quasi so ein bisschen durch die Jahrzehnte durchdesignt. Und allein Walking Tours durch Chicago zu machen, gelegen dann auch noch an diesem großen Lake Michigan, an diesem großen See, ne? Einer von diesen drei großen Seen. Wie ein Meer fühlt es sich an, ne? Du denkst immer, du bist da am Meer. Ne? Ja. Du fühlst dich, und ich finde, diese Kombination ist fantastisch, diese Hochhäuser. Und Chicago hat auch wirklich große, monumentale Bauten. Und dann hast du das direkt an einem Meer, was eigentlich ein See ist. Die Kombination ist super. Und auch dieser See, der ist auch heftig, weil gerade im Herbst und bis zum Frühling zieht da ganz schön Wind drüber über diesen See. Deshalb hat Chicago auch so diesen Beinamen Windy City. Und das ist dann, wenn du durch diese durchgedesignte Stadt mit diesen Wolkenkratzern läufst, dann ist es oft so, du läufst da entlang und dann kommt durch den, also du läufst den Block entlang, dann hört dieser Wolkenkratzer auf, du läufst 2 Meter weiter auf die offene Straße und da kommt quasi irgendwie von links Wind vom See, weißt du? Und da geht er durch diese Straßenschlucht, geht so dieser Wind durch, der pfeift da so richtig durch, hat richtig Kraft. Das heißt, du bist in der Windstille, in diesem Windschatten dieses Wolkenkratzers, trittst da raus und kriegst so richtig so eine Breitseite ab. Das kann ja im Winter da schon passieren. Ist ein total spannendes Gefühl, hatte ich so auch noch nicht. Also im Winter kannst du da schon richtig da oben in Chicago kalt werden. Oder dann im Herbst auch regnerisch. Sonst auch eine tolle Sommerstadt, weil halt viel draußen passiert. In den Parks. Du hast so viele Parks und du hast auch so viele nochmal an dem See, auch nochmal Stadtstrände. Das ist toll. Sie haben allein 26 Beaches da. Ja, alles klar. Lake, ne? Okay. Es gibt, glaube ich, über 500 Parks in Chicago. Also, wie gesagt, ich finde, Chicago ist eine
tolle Walking-Stadt. Und wenn es mal passiert, dass du in den Regen kommst oder dass es zu kalt ist, zum Aufwärmen, haben die auch tolle Bars. Also ich war mal mit einem guten Freund und seiner damaligen Freundin, jetzt Frau, ein paar Tage auch da in Chicago unterwegs und wir sind dann, weil es geregnet hat, nachmittags, so 15, 16 Uhr, sind wir irgendwie in so eine Bar rein. Aber das ist jetzt nicht so eine dunkle Bar, sondern an so einem Corner von so einem großen, bisschen älterem Haus, wahrscheinlich aus den 30er, 40er Jahren, war so ein Vorbau, so ein Glasvorbau, so ein bisschen länglich. Und drin war halt eine Bar. Du konntest von allen Seiten rein und natürlich auch rausgucken. Du hattest quasi über zwei Blocks so ein 180 Grad konntest du rausgucken, ne? Wo da halt so die Straßen an so einer Ecke zusammenkamen und da in so wunderbaren, so schweren Ledersesseln haben wir da so gesessen und es gab halt so eine ganz tolle große Bar, wo es eigentlich allen Gin der Welt und allen Whisky der Welt gab und wir so nachmittags, okay, es regnet, Wetterbericht gecheckt, okay, es wird dann noch weiter regnen, komm, dann machen wir mal 16 Uhr Gin O'Clock. Dann trinken wir mal einen. Und es regnete noch sehr lange und wir blieben auch sehr lange, nicht nur wegen dem fantastischen Gin, also weil der so toll gemixt war, sondern weil das dann auch in Chicago so war, in dieser Bar. Wir dachten, wir sind in einer Fashion-Show, weil es kamen so ganz viele Leute rein, die auch vom Regen geflohen sind. Und da waren dann auch, ich habe sie gar nicht erkannt, aber die Freundin hatte die ja erkannt, da waren dann halt auch Schauspieler da und wir so als Touristen so dazwischendrin und die ganzen Bedienungen, also die Männer und die Frauen, das waren alles Models, also sahen aus wie Models, ne? Also wir saßen da beseelt vom Glück, hatten dieses fantastische Gebäude, saßen in diesen schweren Ledersesseln, um so rum irgendwelche Serienschauspieler aus dem amerikanischen Fernsehen, aus Serien, Models, die uns bedienten. Also das war halt so ein schöner Moment. Und diese Momente, das sind halt so Chicago-Momente. Ich habe noch einen, der halt so total überraschend war, dass du halt abends saßen wir auch nochmal draußen irgendwie in so einem Park, haben einen Kaffee getrunken und haben dann in der Zeitung was gelesen von einer ganz total abgefahrenen Show, die es nur in Chicago gibt. Und das wäre so eine Performance mit Farbe. Es wird abgehen auf der Bühne, das Publikum wird mit einbezogen. Dieser erste Chicago-Trip war so Ende der 90er, muss man sagen. Ich glaube, es war so 98, 99 irgendwann. Und da hat man noch Zeit in der Zeitung sowas gelesen. Wir haben dann irgendwie, klang da super für die Abendplanung. Und dann haben wir dort angerufen, ob es noch Plätze gibt. Ja, wir können da noch hin. Und dann sind wir in dieses für diese Show gebaute Theater. Und das war die Blue Man Group. Ach, sagt dir was? Ja, doch, die entfernt. Die Blue Man Group ist ja mittlerweile weltbekannt. Diese Männer und Frauen, die so blau angemalt sind und so Performances, Art Performances auf der ganzen, in so riesig großen Shows machen. Gibt es mittlerweile in Berlin, in London, gibt es überall. Und das kommt eigentlich aus Chicago, aus so einem kleinen, selbstgebauten Theater. Und wir waren per Zufall, waren wir damals in dieser Blue Man Show, weil das damals so in der Stadt so noch so geheim, so absolut abgefahren wäre. Und da sind wir halt dann auch in Chicago gelandet und waren halt Jahre bevor das so ein weltweites Phänomen wurde in diesem kleinen Theater mit 500 Leuten und es war total lustig und damals voll progressiv und abgefahren, so richtig abgefahrener Shit, wo wir nach 2 Stunden sind wir da raus, so Alter, was haben wir denn da erlebt, was ist da alles passiert und das sind Chicago-Momente und die hatte ich auch beim zweiten Trip, als ich das zweite Mal da war, immer wieder, also eine Stadt, die so pulsierend, aber man war trotzdem so nah dran und deshalb fand ich Chicago immer so ein bisschen sympathischer, ein bisschen überraschender als New York. Aber das hängt natürlich auch immer damit zusammen, mit wem man unterwegs ist, wie viel Glück man hat. Deshalb, das spricht nicht gegen New York, sondern für mich einfach mal, weil ich so solche Erfahrungen mehr gemacht habe, schlägt mein Herz ein bisschen mehr für Chicago. Verrückt. Ja, geil. Ich habe jetzt Bock, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich will da jetzt hin. Ich habe von den katastrophal kalten Wintern gehört und so. Das ist ja kontinental, ist Klima at its best so. Aber nee, das klingt total spannend. Und nach einer total, gut charakterstarken Stadt, die auch nochmal eine ganz andere Art von Stadt ist, als ich sie jetzt zum Beispiel jetzt bisher so kennengelernt habe in den USA. Ja. Witzigerweise, ja, ich bin einmal
über Chicago geflogen, nach Nebraska, einfach weil du bei Musik warst, um es nochmal ganz kurz anzumerken, da ist, wer noch mal ein bisschen Musik aus den USA hören will, stellt uns auch Fragen, wenn ihr noch Musiktipps und so wollt, beantworten wir gerne bei Social Media. Es gibt da eine Ecke in Iowa oder beziehungsweise in Nebraska, in Omaha, da hat sich zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Ecke der USA, der mittlere Westen, der besteht fast nur aus Landwirtschaft. Da ist wirklich 95% nur Landwirtschaft und karges Land und Langeweile fast. Und in dieser Langeweile haben sich, weil du gerade sagtest, da finden sich Kulturen oder da bildet sich dann sowas wie eine Blue Man Group. In diesem absoluten Nichts in Omaha hat sich mal eine Szene gegründet um so ein Plattenlabel, das hieß Saddle Creek. Da sind so Bands wie Bright Eyes aktiv oder so. So eine neue Art von Country. Und die haben eine Szene gebaut von so aus so einem Freundeskreis, die war fast so ein bisschen so wie so eine, die hätte gut in den Gilmore Girls wohnen können, in Stars Hollow, weißt du, in so einem Dorf. Yeah. So mit so Lichterketten und kleinen Cafés und so. Und da hat sich so eine Jugendszene gebildet in Omaha aus Langeweile und hat fantastische Musik gemacht für sich. Gegenseitig vorgespielt mit Akustikgitarren. Wie gesagt, Kernact war Bright Eyes und Connor Oberst heißt der Typ. Und haben Musik gemacht, die in die Welt rausging. Die fassen, die irgendwann mal hieß, das wird sowas wie Grunge, das wird die Welt erobern, weil es einfach so ein Format hat von einer ganz persönlichen Ebene von ein paar Kids, die gelangweilt waren. Oder nur weil wir da gerade sind, es gibt ein Album von Bruce Springsteen. Erik von Weltwach hat er mich gefragt, was mein USA-Album ist. Und aktuell ist es tatsächlich Nebraska von Bruce Springsteen. Bruce Springsteen ist ja eher so ein Rock, der auch laut ist und kraftvoll, ein toller Mann, toller Musiker, toller Mensch, auch mit tollen Einstellungen, wie ich finde. Nebraska ist ein ganz karges Country-Album, was ich tatsächlich um die letzte USA-Wahl immer rumgehört habe, weil es so ein bisschen diese Zerrissenheit der USA auch darstellt und trotzdem auch diese Schönheit. Aber das sei nur kurz erwähnt, denn wir sind ja von Chicago auf dem Weg an die Ostküste. Wir sind jetzt wirklich tatsächlich, wir haben es jetzt schon weit geschafft. Wir sind von der Westküste nach Texas, ganz im Süden nach New Orleans, hoch durch die Mitte, durch die Musikmitte, den Bible-Welt, die religiösen, die konservativen Ecken, Nashville und so, hoch nach Chicago. Und wir werden uns jetzt in der nächsten Folge, ja kommt, im dritten Teil, bewegen Richtung der Hauptstadt, Washington D.C., die liegt noch vor uns. New York City liegt noch vor uns. Wir werden die Ostküste entdecken mit den Studentenstädten, sowas wie New Haven, also wo halt Yale liegt, die Universität. Und mit all dem Wissen, wenn du aus Chicago rausfährst und dann Richtung Ost fährst, wir beide wieder in unserem Cabrio und dann irgendwo halten. Und ich hatte tatsächlich diesen Moment einmal auf diesem Roadtrip, dass ich wieder mal irgendwo im Nichts, weil dieses Land ja so groß ist, auf so einem Motelparkplatz stand. Es war wirklich nicht schön. Es war eher so ein Hinterhof mit so ein paar Mülltonnen. Aber oben halt wieder auf einmal wie mit so einem Lichtschalter, so ein gemalter Sonnenuntergang, violett, orange, aber der Himmel wunderschön, die Welt steht offen, aber auch in einem völlig unspektakulären Ort und du weißt, egal wie viel du jetzt auch schon erlebt hast, genauso wie am Ende der ersten Folge, wir haben jetzt wirklich schon zwei Drittel hinter uns, da liegen noch solche Knaller vor allem, es bleibt einfach spannend und schön, es liegt noch sehr viel Schönes vor uns. Halt Amerika und die USA in jeder Form. Jetzt halt Richtung Hauptstadt und Ostküste. Ich freue mich jetzt schon auf die dritte Folge. Und wir haben zu dieser dritten Folge auch von Erik von Weltwach, unserem Kollegen aus dem Weltwach-Podcast, auch noch einen schönen Teaser, weil auf dem Weg Richtung Washington, New York City liegt irgendwo dazwischen auch Philadelphia. Und dazu hat uns Erik eine Sprache geschickt. Wir hören mal rein. Hallo Reisen, hallo Michael, hallo Jochen, hier ist Erik Lorenz vom Weltwachreise-Podcast. Euer Kollege und mein USA-Tipp ist genau die Stadt, in der ich mich gerade auch befinde und von der ich diese Nachricht hier aufnehme, Philadelphia. Philadelphia gilt ja eher als klassische Arbeiterstadt. Sie wird oft mit dem Wort gritty umschrieben und das wird, wie ich finde, auch sehr schön in den Rocky-Filmen vermittelt, die ja hier spielen, aber Philadelphia hat auch richtig viel zu bieten. Zum Beispiel, klar, diverse Rocky-Locations, aber auch zum Beispiel die Independence Hall, in der die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die amerikanische Verfassung unterschrieben wurden. Und auch die Liberty Bell hängt hier. Die wurde geläutet, als die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hier in Philadelphia im Jahr 1776 zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit verlesen wurde. Und das ist ein absolutes Nationalsymbol. Also Geschichte pur, aber Philadelphia ist nicht nur angestaubt, sondern es gibt hier obendrein auch noch zwei Flüsse, die sich hier vereinigen, mit richtig viel Grün drumherum und auch eine strategisch günstige Lage fast genau zwischen Washington und New York City. Beide Städte sind in wenigen Stunden von hier aus erreichbar und dementsprechend lässt sich Philadelphia wunderbar mit einem Trip entlang der Ostküste verbinden. Philadelphia heißt übrigens übersetzt City of Brotherly Love und das klingt doch wunderschön, oder?
Ja, danke Erik für Philadelphia, wo ich noch nicht war und jetzt noch mehr Lust drauf habe. Lust habe ich auch auf unsere dritte Folge unseres USA Roadtrips, wenn Jochen Schliemann, das ist der mit dieser goldenen Sonnenbrille und dem Haarzopf hinten. Und ich bin der mit dem Bart. Wir sind auch bekannt als ZZ Top. Ja. Wenn wir mit unserem geklauten Cabrio, was wir in L.A. besorgt haben, irgendwie in New York City und Washington einfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ostküste. Und das gibt's in unserer nächsten Folge. Bis dahin, lasst uns Austausch haben über Instagram und Facebook, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und uns bringt das sehr viel. Empfehlt uns weiter, gibt uns Sterne bei iTunes und lasst Kommentare da. Das hilft uns weiter. Wir sind für euch da, auch mit Texten zu den USA bei uns auf dem Blog. Reisen, der Podcast.de und auch bei YouTube findet ihr uns unter Reisen, Reisen. So, mein Lieber, wir parken das Cabrio mal kurz in der Garage und vielen, vielen Dank fürs Fahren. Ne? Ich konnte ja gemütlich mir einen trinken und zuhören, genau. Und vielen Dank, Jochen, fürs Fahren durch Amerika. Gerne, ich lege jetzt den rechten Arm auf den Beifahrersitz und parke rückwärts ein. Mit flacher Hand auf dem Lenkrad und dann setzen wir uns beide ins Motel, gucken Fernsehen und schlafen ein bisschen und bald stehen wir wieder auf und gehen auf den dritten Teil. Ich freue mich. Macht's gut, Leute, passt auf euch auf. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.